Terminal. So. And yep, it seems to be doing what it's meant to be doing. So let's see what happens. Cool. So herzlich willkommen alle zu unserem stellende Frage am ersten und dritten Mittwoch des Monats, und diesmal ist es der vierte, weil ich nur bis 13 kann, offensichtlich. Was soll's? Ich bin selbst verwirrt. Yeah, just said it's strange that we're now on the fourth Wednesday of the month, because we're supposed to be here on the third Wednesday, but I can only count to three, so that might be the reason. Doesn't matter. We're here now. So, also wir haben jede Menge Fragen. Ich habe sie mir wieder ausgedruckt. Und wir wollen aber anfangen mit euren Fragen. So, we have many questions. I printed them out, but we want to start with your questions. So, wenn irgendjemand eine Frage hat, dann bitte meldet euch. Legt los. Nein. Michi! You always have a question. Ja, yeah, I do. Nee, ich muss aber vorwegschicken, die Frage ist echt speziell. Und wenn du sagst, die ist zu speziell, dann sag's mir, ja? Aber ich stelle sie mal. So very Michi, Nona. Nona. So it's a very unique question. If it doesn't fit here, so we just tell her. Ich habe immer wieder mal Erfahrungen mit Entitäten, die bis jetzt da vollkommen okay waren und nie irgendwie beängstigend oder richtig beängstigend. Yeah, so I have all the time, or once in a while, I have experiences with entities, but it never was kind of scary or not really scary. Bis vor zwei Wochen, das sowas habe ich echt noch nie erlebt. Das hat sich angefühlt, als würde jemand oder viele nach meinem Leben trachten, und ich war echt überfordert. Mm-hmm. And then 2 weeks ago, it felt like there was like many people tried to kill me, and it was really awful. Und das Komische oder das Schlimme dran, ich habe dann mit einer lieben Freundin, die gerade da ist, geklärt, wie blöd, und ich bin drauf gekommen, dass mir da jemand geschickt hat, und das hat mich dann komplett ausgenockt. Mm. So, and then I was with a friend, and we were clearing all kinds of stuff. And then I realized somebody sent them to me. And that was really what shocked me. Unabhängig davon, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand sowas am anderen absichtlich antut, was tue ich, wenn sowas ist? Yeah. So besides that I can't believe that somebody would do that deliberately. But what do I do when something like that happens? That's a really special question, though. Yeah, it's a really good question. It's one that creates a lot of fear in a lot of people. Ja, das ist eine echt gute Frage. Das ist eine, die sehr viel Angst kreiert. Das habe ich befürchtet. And I know a lot of people that are actually terrified, and they're fearful of, they're actually controlled by people because they fear what they could do with entities. Und ich kenne jede Menge Leute, die tatsächlich total verschreckt sind und super ängstlich, weil die so eine Ahnung davon haben oder glauben zu wissen, was andere mit Entitäten tun können. So, Mickey, before we talk, so what did you do? So, was hast du gemacht? In Panik meine Freundin angerufen. I was in panic and called my friend. There you go. Cool. And what else? Was noch? Ich habe immer wieder gefragt, was das ist und was ich damit machen kann. Aber es war echt grauslich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und wie ich dann realisiert habe, dass mir die geschickt worden sind, bin ich ausgedickt. Echt. I kept asking, what is that? And what I can do with it? And then when I realized somebody sent them to me, I totally freaked out. Cool. Und dann? And then? Und? Dann bin ich in My Power gegangen und habe dieser Person Hackers geschmissen und Blitze.
And then I went into my power and did the Hakka on that person and was sending lightnings. Und? Aber das hat dauert. Dann war Ruhe. Then was okay. Yeah, absolutely. Did you see how you didn't give in to fear? Kannst du sehen, wie du der Angst nicht nachgegeben hast? Das sind 2 Stunden dazwischen, gell? It took 2 hours, though. Hey, I know people that hang on to it for weeks and weeks. Ja, ich kenne Leute, die in sowas für Wochen drin hängen. Well done. Gut gemacht. So, the one thing about entities is, just know that they are not more powerful than you. Das eine Ding mit Entitäten oder wenn Leute da sind, die das Wort nicht kennen, Gespenstern, Geistern, Dämonen, Zeugs. Oh, what did you just say? I can't remember. They're not greater than you. Die sind nicht größer als du. They really aren't. And you have a physical body. Und außerdem hast du auch noch einen physischen Körper dazu. Deswegen bin ich mir oder war ich mir immer total gewahr und deswegen hatte ich auch keine Angst. Aber diese Person dahinter, ich kann es immer noch nicht glauben. Yeah, but and I know that, and I have a physical body and I was totally aware of everything because of my physical body, but I still can't believe that this person intended to do that. Yeah. And they do it because they can. And they do it from fear. And they do it because they make you greater than them. Ja, und die tun es, weil sie es können und die machen es aus Angst und die glauben, sie tun das, weil sie glauben, dass du größer und großartiger bist als sie. Cool, I like that thumb. Yeah. Belinda, Michi, awesome. Was für ein Kompliment. Ja, what a compliment. Yeah. Das ist immer noch, weil wir glauben, wenn du dir deine Reaktion so beschreibst, wir glauben immer, dass die Leute so sind wie wir und das Zeug machen, das wir machen und so funktionieren, wie wir funktionieren. Und dann sind wir mal total geschockt, wenn andere irgendwie gemeiner sind. So we always think that people do what we do and we think what we think and function like we function and then we're totally surprised when somebody's meaner than us. Noch dazu unter dem Deckmantel des Helfenwollens oder des Bewusstseins. Das ist das, was mich so ausknocken lässt. Ja? And also, and especially because they used like the manipulation of, oh, I'm a spiritual person, I'm a conscious person, I want to support, I want to help you. Aber andererseits, das ist doch eine geschickte Manipulation, sonst wärst du nicht drauf reingefallen. On the other hand, it's a really cool manipulation, otherwise you wouldn't have fallen into that. Die Manipulation ist grenzgenial, aber eben für mich so, wo ich mir denke, wie kann man einerseits so reden und so handeln und dann so eine Scheiße machen und das voller Absicht, das ist... Ja, yeah, she can't believe it. I'll send you 20 cents and you can message somebody who cares. Ja, aber zahl irgendjemanden 20 Cent oder... schick jemanden eine Nachricht, den das kümmert. Es ist einfach so, es ist so. Die Leute tun Zeugs, weil sie es können. People do stuff because they can. Hey, I asked Gary Douglas this one time. I said, Gary, why are people such bitches? And he said, because they can. Ja. Ich habe Gary Douglas irgendwann mal gefragt, warum sind die Leute solche Arschlöcher? Und Gary hat nur gesagt, weil sie es können. Zum Glück kann ich jetzt den Hacker, ne? No. Fortunately, I can do the Hakka now. Yeah, absolutely. And it's just being in your power. It's just being in your strength. Ja. Und es geht nur darum, dass du in deiner Macht bist, dass du in deiner Kraft bist. Yeah. Something that, I mean, this is nothing new. Das ist nichts Neues. And there's been times where this house and Gabi and I have been under attack and from unkind people. Und es gab Zeiten, wo dieses Haus und wir, also Greg und ich, angegriffen worden sind von unfreundlichen Menschen. And all I've done is I've talked to the entities and said, please, it's time to leave. I've done the clearing. I said, but when you go, can you please take the other person that sent you with you? Und ich habe halt mit den Entitäten gesprochen, habe sie geklärt
und habe noch zu ihnen gesagt, und bitte, wenn ihr schon abhaut, nehmt die Person, die euch geschickt hat, mit. And can you please show the world their ugliness and how ugly they truly be? Und bitte, könnt ihr der Welt deren Hässlichkeit zeigen? Könnt ihr dafür sorgen, dass die Welt sieht, wie hässlich sie sind? Das gefällt mir. And I don't do it from force. Und ich mache es nicht aus Gewalt heraus. I talk to the entities, even the demons, as equal. Ich spreche mit den Entitäten und den Dämonen, als wären sie Leute wie ich und du. And it's really cool what they're willing to be to have their freedom. Und es ist wirklich cool, was die alles tun wollen und sein wollen, um endlich ihre Freiheit zu haben. They get released and they show the world how ugly the person they sent them really is. Die werden frei und die zeigen der Welt, wie hässlich die Person, die sie geschickt hat, tatsächlich ist. Cool. There's a number of people that don't bother us anymore. Es gibt jede Menge Leute, die uns nicht mehr stören. Yeah. Okay, cool. So, did that help, Michi? Yep, danke. Yeah. Cool. Does it help everybody else? Hat das anderen auch geholfen oder gibt es da Fragen dazu? Or other questions about it? Please don't fear entities, demons or anything that's sent to you. Bitte fürchtet euch nicht vor Entitäten oder Dämonen oder irgendwelchen Zeugs, das euch geschickt wird. Acknowledge them and go, wow, how cool, would you like to be free? This is how you do it. Sondern anerkennt sie und sagt, wow, cool. So, wollt ihr jetzt frei sein? Und zeigt ihnen, wie sie es tun können. So, the main thing is, never go into fear. Ja, also das, die Hauptsache ist, wie immer ihr das seht in eurer Welt. Aber geht niemals in die Angst. However you see it in your world, like how you perceive it, whatever you think about it, just don't go into fear. Ja, also was auch immer ihr über sowas denkt, ob das Quatsch ist oder nicht Quatsch ist, wenn sowas hochkommt, das Wichtigste ist, nicht in die Angst zu gehen. Because the fear invites them, gives them power. Weil die Angst, die er spürt, ladet die ein und gibt denen Macht. Yeah. And when you make them significant and real and everything else and give them that power, what are you doing? You're actually making yourself less. Ja. Und wenn du denen, denen Signifikanz gibst und Bedeutung und denen Macht gibst, was machst du? Du machst dich weniger. I mean, I'm sorry, but I grew up with this shit and it's just something I don't take seriously anymore. Ja, also tut mir leid, aber ich bin mit dem ganzen Zeug aufgewachsen in Neuseeland und ich nehme das einfach alles nicht mehr ernst. We had healers who could point the finger and you're going to die or get sick. Wir hatten Heiler und die konnten das, die haben den Finger auf jemanden gezeigt und dann konntest du sterben oder krank werden. But it's like, so what? Ja, was soll's? And when that happened, they had no power. And so whatever they said, they came back at them. I didn't understand. So it had no power. So what happened was anything they sent came back to them. Tatsächlich hatten sie aber keine Macht und alles, was sie ausgeschickt haben, ist auf sie zurückgefallen. Very cool. So, gibt es noch irgendwie Fragen zu dem ganzen Themen-Dings da mit Entitäten? Are there questions about entities and stuff? Wie stellt man denn fest, dass irgendwie Entities am Werk sind? How do you realize that entities are sent to you? Ask Greg. Oh, Mickey, how did you know? Michi, wie hast du es gewusst? Ja, ich habe geschrieben, also ich nehme die oft wahr, manchmal durch Husten, der kommt auf einmal, dann weiß ich, das sind Entitäten. Übelkeit ist bei mir auch so ein Indiz, Schwindel, aber diesmal konnte ich die Mistdinger sogar sehen. Ja, yeah. So usually I cough or I feel nausea or I feel dizzy when they're around, but this time I really could see them. Yeah. But how did you know they were said, not just appeared? Und woher hast du gewusst, dass sie geschickt wurden und nicht einfach erschienen sind? Weil sie mit so einer bestimmten Message kamen und das war noch nie. Die waren mir noch nie irgendwie
negativ gestimmt oder ich hatte noch nie das Gefühl, dass die mir irgendwie was tun wollten. Das war anders. Because for the first time they came with a message and I never had that before, that they were like kind of negative against me. So it was totally different this time. Mm. Cool. Gut, gut gemacht und in den Axt gegangen und fertig ist der Lack. I mean, for me, one time it was just felt somebody had put a steel rod down through my chest and into my body. And it was incredible and an intense pain. Ja, für mich hat es sich auch einmal angefühlt, als würde jemand quasi mir durch die Schulter stechen. Das war ein sehr intensiver Schmerz. Gabby thought I was having a heart attack, but it was on the wrong side of the body. Yeah, I never know where the heart is. So, Gabi hat gedacht, ich habe einen Herzinfarkt, aber es war auf der falschen Seite des Körpers. Ja, ich weiß nie, wo das Herz ist. But I knew instantly that it was not mine, but it was sent at me. Aber ich wusste sofort, dass es nicht meins war und dass es mir geschickt worden ist. Cool. Then that's all you do is then you send it back. You talk to the entities. Und das ist alles, was ihr tut. Ihr schickt die weg. Sprecht mit den Entitäten und geht nicht in die Angst. And don't go into fear. Ja. Und wenn ich es da einfach ignoriere? And if I totally ignore them? It's the same thing, but why not have them work for you? It's the same thing, but? But why not have them work for you and clear the people so they don't sin more? Ja, warum lass sie nicht einfach für dich arbeiten und gebe ihnen den Auftrag, dass die Leute die Wahrheit sehen? Okay. Yeah. Sometimes it's hard to ignore because it's really painful. Manchmal ist es schwer, es zu ignorieren, weil es echt schmerzhaft ist. I couldn't use my left arm. Ich konnte meinen linken Arm nicht mehr benutzen. So is the thing, right? So whatever you experience, nobody experiences the same. So das ist die Sache, ja? Was immer ihr erfahrt, welche Erfahrung ihr macht. Und niemand erfährt das Gleiche, macht die gleiche Erfahrung wie jemand anderer. Das Wichtigste ist, anerkennen, dass da was ist, das nichts mit euch zu tun hat, nicht in die Angst zu gehen, sondern in eure Kraft und das wegzuschicken, loszulassen, wie immer ihr es nennen wollt. So the main thing is not to go into fear, instead to go into your power and do whatever works for you. Send it away, just whatever you do. Yeah. Ich habe auch noch eine Frage dazu. Ja. Yeah. Ich habe gestern so dieses Gefühl gehabt, meine Wohnung zu räuchern und habe dann die Wohnung geräuchert. Mhm. Und beim Räuchern, ich habe Gänsehaut im ganzen Körper gehabt. Ja. Und ich frage mich dann oft, sind das beitragende Entitäten oder nicht beitragende? Dass mir heute in der Früh wesentlich besser gegangen ist, bin ich einfach davon überzeugt, dass es beitragende sind. Nur wie kann ich das feststellen? Ja, so today I had the feeling that I had to smudge my home. And I did. And I felt really better. So my question is, I didn't know if there were like contributing entities or not contributing entities. So how can I differentiate between them? How do they feel? Yeah, wie fühlt sich an? Gänsehaut. Yeah, I had goosebumps all over. Cool. And you know, the smudging is a physical thing that complements with the energetic and I want to say attention. Attention, and it's just an awareness that your intention is what clears them. Ja, und dieses Räuchern, weißt du, das ist einfach nur was Physisches, was du halt machst. Was die wirklich klärt, ist deine Intention dahinter. But by doing the act, by actually doing the smudging, it creates an intention within you and it expresses that intention in an energetic way that clears the entities that are non-productive and non-kind to you. Ja, aber das wirklich ist es deine Intention. Das Räuchern ist das Physische, was du tust, aber während du räucherst, hast du die Intention, all das zu klären, was dir nicht beiträgt. Und genau das tust du in dem Moment. Ganz einfach.
Ja, das, also wenn da was ist, was dir beiträgt, das haust du nicht aus Versehen raus, indem du räucherst. So if there would be some entities that are contributing to you, you wouldn't send them away by chance only because you're smudging. Your intention is the thing. Your intention to get rid of the negative, non-contributing entities. That does the job. Yeah. Yeah. You know, really, what you want to look at is how powerful are you really? Was ihr euch alle anschauen könnt, ist, wie machtvoll seid ihr wahrhaftig? We really only play with the energy that is available to us. Wir spielen im Augenblick nur noch mit nur mit den Energien, die uns eigentlich bereits zur Verfügung stehen. We barely touch the surface of what's possible. Wir kratzen kaum an der Oberfläche dessen, was uns möglich ist. Cool. Danke. You're welcome. So, noch Fragen im Chat, bevor ich, sonst lese ich was vor, was die Leute gefragt haben. Ja. Ja? So. Hi. Ich wollte auch noch was zu Entitäten sagen. Ich bin da Gott sei Dank total leicht mit denen. Und ich habe jetzt vor 14 Tagen halt mit den Akiko-CDs angefangen. Und die zweite CD, die wollte nicht anspringen. Ne? Also der CD-Player ist immer durchgedreht. Mhm. Nur Disk. Und da war mir das sofort klar, dass das, dass das irgendwelche Entitäten sind oder Dämonen oder was auch immer, die das nicht wollen, dass ich damit anfange. Okay, lass mich kurz übersetzen. So, I have these with entities and I started 2 weeks ago to listen to the Abuse Hole CDs. Yeah. And the second CD just wouldn't run. Spot every time. So it was totally clear to me that there were some demons or entities that didn't want me to listen to it. Yeah. Good spotting, Batman. Gut entdeckt, Batman. So, what did you do? Ja, was hast du gemacht, Stefan? Erzähl weiter. Du bist gemutet. Du musst dich wieder laut schalten. Die Entities doesn't want her to be unmuted. Die Entitäten wollen wohl nicht, dass du wieder laut bist. Jetzt bist du da. Das glaube ich auch. Ja, ich habe mir dann Rat gesucht bei einer Kollegin, die auch Access macht, und die sagte, ja, einfach machst du so einen Spruch, wie kann es jetzt leicht gehen? Und dann hat das auch tatsächlich funktioniert. Sie hat aber immer wieder aufgesetzt. Ich habe sie dann auch über Nacht laufen lassen und dann war sie manchmal morgens einfach aus. Und jetzt, wo ich es immer länger gehört habe oder so oft schon, jetzt läuft sie tatsächlich nachts wieder durch. Ich finde das irgendwie ganz lustig. Yeah. So I asked a friend, she advised me to ask for ease with it. And then I just kept on listening to it and sometimes it stopped. And then after a while it didn't stop anymore. I was running it through the night and yeah, it didn't stop. So, but it just so it was funny. Cool. Yeah. But how magic. Und wie magisch. Ja, ne? Und wie viele von diesen Dämonen, die das gestoppt haben, warst du selbst durch die Angst davor hinzuschauen, was da wohl kommen könnte? And how many of these demons have you created out of fear to look at what you thought might come up by listening to the Abuse Hole CDs? Yeah. Out. Everything that just brought up in your universe and everybody else's, can you now let go? Also, was das hochgebracht hat in euren Universen und in den Universen allen anderen. Alle anderen, wollt ihr das bitte jetzt loslassen? Ja. Cool. Oh ja. Cool, noch Fragen hier im Zoom? Ich habe meine große Liste, wenn keiner was fragt, lege ich los. Jetzt auch noch eine Frage, hörst du mich?
Ja, total. Cool. Der Greg hat vorher gesagt, wir kratzen ja nur an der Oberfläche von was wir eigentlich sind, von Macht, Power, was auch immer. Und wie können wir eine ganz dicke Schicht davon abtragen, um mehr davon zu haben? So you said before, we're just scratching the surface of what we be, the power and the strength and the potency. So how can we just put off like a real thick layer of that to have access to it? Yeah, so how can we do that? I have no fucking idea. Ich habe nicht den geringsten Schimmer, wie wir das tun können. Do you know something, Greg? Well, it starts with not judging ourselves. Ja, es beginnt immer damit, euch selbst nicht zu bewerten. Boring, langweilig. Please, Petra would like to have a magic wand. Anything else, please. Petra hätte gerne einen Zauberstab. Yeah. What if you stop doubting your capabilities? Was, wenn du einfach aufhören würdest, deine Fähigkeiten zu bezweifeln? Oh, und all die Definitionen, die du in deinem Kopf hast, wie diese Fähigkeiten sich zeigen sollten, wie sie aussehen sollten, was sie tun sollten, willst du das bitte jetzt loslassen? Ja. Right, pock and pot, even. Pock and pot, pock and pot, pock and pot. So I said all the definitions of those capabilities that you have in your head, how they should look like, what they should do, what you could do with that, destroy and create all that and let it go. Yeah. Einfach mal gucken, was passiert. Was kannst du dir vorstellen, was jenseits deiner Vorstellungskraft ist? So just what can you imagine, what is beyond your imagination? Ich halte alles für möglich und ich bin großartig und ich anerkenne das auch. Aber okay, das Aber hat es gerade kaputt gemacht. Autsch. So I'm great and I'm totally acknowledging that, but oh yeah, the but just destroyed everything. Okay. Yeah. And yeah, yeah. So what you want to do then is stand in front of the mirror and go nice but. So stell dich vor den Spiegel. Dreh dich um und sag, hübscher Butt, also hübscher Hintern. Okay. I don't have any questions now. Okay, keine Fragen mehr. Sonst noch jemand? Kannst du mich stillschalten? Und oh, she's gone. There's an entity in the room. Das ist ein Entity. Carol. Ich habe eine Frage in den Chat geschrieben gehabt, aber ich kann sie auch direkt stellen. Ja. Also mich würde interessieren, woran erkenne ich, ob ich was wirklich loslasse oder ob ich was verdränge? So she has posted the question already on the event, somewhere. But the question is, so how can I know the difference between letting go and displacement? And I think somebody said, good question. Claudia hat geantwortet, spannende Frage. Yeah, it's really a good question. Yeah, I don't know. Ich weiß es nicht. Also, ich hab schon mal Erfahrung mit Verdrängung gemacht. Also, mein Vater ist 1995 gestorben. Und da habe ich drei kleine Kinder gehabt und ich habe mir keinerlei Zeit gegönnt oder irgendwie um ihn zu trauern. Mm-hmm. So I have some experience with displacement. My dad died 95 and at that time I had three little kids and so I didn't take time to grieve for him. Mm-hmm. Und dann ist nach 13 Jahren ist ein Vater von einem Freund von meinem Sohn gestorben. Und ich bin da so in die Trauer reingekippt und war also wirklich so fertig, obwohl ich da keine wirklich enge Beziehung gehabt habe. Und und im Nachhinein wusste ich einfach, dass dann da die Trauer rausgekommen ist, die eigentlich zu meinem Vater gehört hätte. So, and then a father of my son's friend died and I went deep into grief, although I didn't have that close connection to him. But like when I look back, I see that what came out was the grief that I didn't express with my father's death.
Ja, absolut. Und wenn ich jetzt eben eine Veränderung in meinem Leben gesetzt habe und sich das jetzt im Moment auch gar nicht schwer oder schwierig anspürt, habe ich einfach wieder die Angst, dass ich das verdränge und nicht wirklich einfach losgelassen habe. And now that I have a certain change in my life and that feels really light and I have ease with it, but now there's this fear that I didn't let go, but I just displaced it, so we'll come back sometime. Is that really true? Ist es wirklich wahr? Also ich habe heute schon gefragt, ich habe da schon Unterstützung gehabt, ich habe nach Wahrheit gefragt. Ich habe gefragt, Wahrheit, ist es Loslassen oder ist es Verdrängung? Und also da kam Loslassen als erstes. So I asked, is it truth, is it displacement or is it let go? And it was let go. Ja. Yeah. So you let go. It wasn't easy. Yeah. But you want to know how you can feel the difference, right? Yeah. Aber du möchtest wissen, wie man im Allgemeinen den Unterschied spürt. So what is the difference in general between letting go and displacement? Letting go is when you bury it down, you push it down into your body, into your bark, wherever. This is displacement, not letting go. Yeah. You said letting go is that. Oh, sorry. Yeah, displacement. Pushing it down. It's when you just pretend you dealt with it, all you've done is buried it. Ja, also Verdrängen ist, wenn du es in deinen Körper einschließt, wenn du es runterschubst in deinem Bauch, wenn du es da festhältst und all das. And it doesn't feel easy. No. Es fühlt sich nicht leicht an. It doesn't even feel real. Es fühlt sich nicht einmal real an. But when you really let go, you can't find it anymore. Aber wenn du wirklich loslässt, dann kannst du es nicht mehr finden. Ja. There's more space, more ease in the body. Ist mehr Raum, mehr Leichtigkeit in deinem Körper. And it's almost a sense of joy when you think about it. Und es ist fast dieses Gefühl von Freude, wenn du darüber nachdenkst. Ja. So stop smiling, Renate. You're not allowed to be joyful. Also hör endlich auf zu lächeln, Renate. Es ist dir nicht erlaubt, fröhlich zu sein. But it really is that. I remember a friend saying to me in the first Acme class in Vienna, when we looked at her back pain and it was not there, she said, it can't be that easy. Ich kann mich an jemanden im ersten Kurs in Wien, in einem ersten Alchemie-Kurs. Und sie haben über ihren Rückenschmerz gesprochen, der dann plötzlich verschwunden war. Und sie hat gesagt, nein, das gibt's nicht. Das kann nicht so leicht gehen, dass er einfach weg ist. She was almost pissed that it was that easy. Sie war echt sauer, dass es so leicht sein soll. But it can be. Das bin ich nicht. Ich bin nicht pissed, dass es leicht geht. Ja, she's not pissed, that it's easy. No, she still loves me. So, but it's like, it's that. It just, and we think that everything, we've been taught that everything has to go through due process and work at it. And we have to do penance and we have to say 40 Hail Marys in the church. Ja, das ist einfach das, was man uns so beigebracht hat. Ja, wir müssen dann durch einen Prozess gehen, ja. Es muss irgendwie kompliziert und schwierig sein. Das müssen wir alles verarbeiten. Und vielleicht müssen wir 5 Ave Maria beten oder was auch immer wir da gelernt haben. Aber tatsächlich, manchmal sind die Dinge vorüber und man kann sie einfach loslassen und es ist vorbei. Ende. And sometimes stuff is over and you just can let it go. End of story. Das hat was mit deiner Wahl zu tun. It has to do with choice. Wir verdrängen Dinge, wenn wir es unbewusst tun. We displace things when we do it out of unconsciousness. When we, you know, when we don't look at stuff, when we just close our eyes and, you know, blah. But when we do it consciously, when we have a conscious choice to let stuff go, it's easy. Yeah? I just wanted to translate myself. Mm. And you don't allow me?
Yeah, then go for it. I remember what you just said. So, also ist es die eine Sache, ob wir es bewusst loslassen, wählen, bewusst wählen, es loszulassen, oder ob wir uns drumherum drücken, ob wir die Augen zumachen, ob wir irgendwie funktionieren, trotzdem. Ja, yeah? So, what did you say, Greg? I'm just really glad it was you that brought up the choice word. Das ist einfach froh, dass ich diesmal gesagt habe, es ist eine Wahl. Ja. Und es ist sein Job, alle zu verärgern, weil er einfach sagt, es ist eine Wahl. Ja, es war eine Wahl. Ja. Ja. Und wenn du eine Wahl triffst mit irgendwas, das ist echt leicht, weil du bist, hast all das hinter dir gelassen, was dich zweifeln lässt. Because when you make a choice, it's easy, because you left behind what your doubt was. Ja. Und diese bewusste Wahl, da brauchst du nicht mehr durch einen Prozess durchzugehen oder irgendwas. Ja, dann ist es, wie es ist. Keine Sache. Okay. Cool. Also, wenn unser Körper da noch irgendwelche Traumata da in gespeichert hat. Was meinst du, was ist, wenn der Körper noch Traumata hat? Ja, wenn wir jetzt irgendwie die Wahl treffen, alles erledigt, alles rum, alles toll, ich habe es mir angeschaut, prima, mag ich nicht mehr. Aber der Körper hat noch irgendwas gespeichert. So can it be like that we've made the choice, we let go, but the body has still stored stuff, like a trauma? Yeah. Usually it's the other way around. Meistens ist es andersrum. Usually I find the body lets go before the mind does. But yeah. Meistens stelle ich fest, dass der Körper erst loslässt, bevor der Verstand loslässt. If you feel like you've really let go, but the body's still holding on to the memory, ask somebody to put their hands on your body and ask it to let go. Ja, wenn du das wirklich das Gefühl hast, du hast gewählt loszulassen, aber im Körper steckt noch was, bitte jemanden, dir die Hände auf den Körper zu legen und den Körper zu bitten loszulassen. Das machen wir dann am Samstag. We do it on Saturday. Im Alchemie-Swap. Yep. And if you know some alchemists that are near you, ask them to run an alchemy process on them. Ja, und wenn du Alchemisten kennst, was du tust, bitte sie einfach, bei dir die Hände aufzulegen und den Alchemie-Prozess zu machen. Oh, come and stay the night and near Totenbach and come to the alchemy swap on Saturday. It'd be lots of fun. Ja, which you will do. Ja, oder kommt einfach zum Alchemie-Swap Samstagabend in der Villa Totzenbach, was echt lustig sein wird. And you can participate online as well. Und ihr könnt online auch teilnehmen. Schickt mir einfach eine Message, wenn ihr das wollt. Greg wird an allen arbeiten, auch die online dabei sind. Cool. Sonst noch Fragen, bevor ich zu meiner Liste gehe? Weil es ist schon wieder 8:45. No questions? Then I take one from my list. Okay. First of all, since 4 days, I have really intense pain in my lower back. And I did all kinds of clearings and all kinds of body processes, but it hadn't changed. So what am I not seeing here? Und ich weiß nicht, ob Gisela da ist. Ist Gisela hier? Gisela ist da. Hi. Hi. So, magst du noch was dazu sagen, Gisela? Ja, bei mir ist irgendwie immer wenn ich merke, ich habe Projekte angeschoben und die funktionieren und es sieht gut aus, und dann habe ich irgendwie ganz starke Schmerzen. Im Rücken, manchmal in der Schulter. So, dass ich wirklich mich nicht mehr bewegen kann. Also es ist nicht nur der Rücken, es ist auch manchmal die Schulter. Ja, ja. Und immer, wenn du irgendwie gerade so losgehst, um erfolgreich zu sein. Genau, wenn es gerade so aussieht, als würde es wirklich laufen. So it's like a pattern. Every time, when it seems like I would be successful, it would, you know, the things are running now, I get pain, either in my back or on my shoulders or wherever. Yeah, and everywhere that you've not allowed yourself to succeed,
Und überall, wo du dir selbst nicht erlaubst, Erfolg zu haben. Okay. So, die Frage. Sorry. And if you decided you can't possibly succeed, can you destroy and create all that? Und überall, wo du beschlossen hast, dass du auf gar keinen Fall erfolgreich sein kannst, willst du das bitte zerstören und umkreieren. Und ja, vielleicht funktionierst du auch aus der Frage heraus. So, Wahrheit. Bin ich unterwegs zu Erfolg? Also das heißt, will ich wirklich Erfolg haben? Oder versuche ich mir ständig zu beweisen, dass es nicht geht? So you can ask the question, am I really willing to succeed? Or do I try to prove to myself that I can't? Which is another way of saying what I just said before, which is really cool. Yeah. Das ist das Gleiche, was Greg eigentlich gesagt hat, aber ich finde dieses sich selbst, dieses, wenn du die Frage stellst, versuche ich mir zu beweisen, dass es nicht geht. Das macht nochmal was anderes. Because what we do is we create a conclusion when we were very young that we have no value, that we can't possibly succeed, that we aren't good. Ja, und das ist bei vielen so, ja. Wenn wir ganz klein sind, irgendwie kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass wir auf gar keinen Fall Erfolg haben können, dass wir nicht gut sind, dass es bei uns nicht klappt. And then we create back doors in our universe that prove that we can't succeed. Und dann kreieren wir in unserem Universum Hintertüren, durch die wir immer wieder schlüpfen, um zu beweisen, dass wir es nicht können, dass wir keinen Erfolg haben können. And often that seems to have a lot to do with pain, sickness. Und es scheint so, dass es immer, dass es ganz häufig die Hintertüren von Schmerz und Krankheit sind. And sometimes even death. Und manchmal sogar die fette Hintertür von Tod. Oh, that's really the final door. Yeah. Final back door. Yeah, yeah. Wow. Also mit Beweisen, ja, da habe ich wohl ein Thema. Und mit Hintertür passt auch. Ja. Also so, da glaube ich, kann ich noch mal mehr Fragen stellen. So it matches, like the back door and the proof matches, so I can start to ask more questions. Yeah. Und, Thank you. Yeah. One more question. Yeah. Who are you trying to not out-create? Und doch diese Frage, über wen versuchst du nicht hinaus zu kreieren? And everything that brings up in your universe, will you now destroy and create? And now create the little fuckers. Yeah. Yeah. So alles, was das hochbringt in meinem Universum, wird es bitte jetzt zerstören und umkreieren und die kleinen Schlawiner jetzt über die kleinen Schlawiner hinaus kreieren. Yes. Cool. Because really, by you out-creating them, you become the gift for them, because then they have the challenge to out-create you. Ja, weil indem du über sie hinaus kreierst, bist du das Geschenk für sie, weil sie jetzt die Herausforderung haben, über dich hinaus zu kreieren. Okay. Ja. Wir haben immer dieses Gefühl, wir dürften niemand hinter uns lassen. We always have this feeling, we're not allowed to leave somebody behind. Ja. Ja. Das ist der Quatsch, ja. Aber das ist in uns implantiert sozusagen. In Wirklichkeit weißt du was ganz anderes. Und da geht es nur darum, zu klären, loszulassen, was das alte, die alte Geschichte ist, um dir zu erlauben, eine neue zu haben. Okay. It's really about allow yourself to let go of the old implants, the old story, what you're allowed to do and what not, and to create a new story where you allow yourself to outcreate everybody. Yeah? Greg, we hear you typing very loud. Dankeschön. Oh. Noisy fingers, sorry, the big fat ones. Okay, so das eine wollte ich unbedingt noch anbringen. So Joanna said, Joanna Silvia, what if everything is so blocked that nothing is moving anymore, that the universe doesn't answer anymore? And it really seems to me as if I'm not existing anymore. Ich sage das noch auf Deutsch. So was, wenn alles einfach blockiert ist, so verkeilt, dass nichts mehr sich bewegt, das Universum keine Antwort mehr gibt und alles scheint so, als gäbe es mich gar nicht. Bist du da? Ja, da bist du. Magst du was dazu sagen?
Träume nicht mal. Wo ist das? I don't know. Anybody? Okay. So Johanna is here, but she doesn't seem to listen or doesn't want to say. So. Cool. What is that noise? Wenn irgendeiner nicht stumm geschaltet ist, bitte schaltet euch stumm. Ich kann gerade nicht sehen. Oh, now it's gone. Perfect. Okay. So, will you start, Grit? Fuck, was ist das? Seid ihr? Entitäten. Bitte? Entitäten. Yeah, I'll just try one more thing. Hang on. Als würde jemand im Hintergrund quatschen. I think we just have to live with it. Ah, what did you do? I am not sure. Okay. So nothing is moving anymore. It seems that I'm not existing. Are you? Ja, die Frage wäre echt, bist du, existierst du gerade? When I wish I could see you. Wünschte, ich könnte dich sehen. So I would like to ask, are you in your body even? No. Ja, also ich würde am liebsten fragen, bist du überhaupt in deinem Körper? Und offensichtlich nein. The other question I'd ask is, when did you decide to die? Und die andere Frage, die ich stellen würde, ist, wann hast du beschlossen zu sterben? When did you decide life was too hard? Wann hast du beschlossen, dass das Leben zu schwierig ist? And you gave up. Und du hast aufgegeben. So, I really feel like not talking about it anymore somehow, if she doesn't want to answer. Yeah. Oder is not there. So, also ich möchte jetzt lieber nicht mehr weitersprechen eigentlich darüber, wenn sie nicht antwortet und wenn sie nicht da ist. Aber, so, what else is possible? You know where to reach us. Aber du weißt, was ist sonst noch möglich? Du weißt, wo du uns erreichen kannst, wenn du noch da weiter drüber reden wolltest. Cool. So, dann Justina. This is really interesting. It's about water. Justina, das ist wirklich interessant. Sie hat über Wasser geschrieben. So everything is heavier suddenly. All the pipes are blocked. The taps, the things, you know, the water is dropping all the time. The bathtub in my apartment is not, has a leak. So, like, this is water running through the bathtub. Also, the tap in the apartment that I rent out is like the water is running, so you can't rent it out anymore. Her car is 4 years old, and it got wet from inside. And she had to sell a house 2 years ago because the rooms on the ground floor got wet. So this problem, unsolved, seems to be traveling with me. So what can I do to resolve it, dissolve it? And what is behind it that I can't see? This is really interesting. Bist du da? Justina, bist du da? Ich glaube, ich habe dich gesehen. Da bist du. Was hast du für ein Wasserthema? Bist du ein Wassermann? Are you? Ja, ich bin Wassermann. Nein! I said, are you, like you know from the Zodiac, are you Aquarius? I said yes. Du willst noch besser. Sternzeichen ändern. Change your Zodiac. So, that's really weird, isn't it? So, what do you know? What, I mean, really, this is just, for me, it used to piss me off when somebody asked me this question.
Ja, was weißt du? Ich meine, mich hat es immer genervt, wenn mir jemand diese Frage gestellt hat, aber es ist trotzdem eine coole Frage. Ich habe keine Ahnung. No idea. Also, eigentlich, dieses Problem ist angefangen, als mein Mann vor 13 Jahren verstorben ist. Ich glaube, damit ist das mit dem ersten Haus angefangen. So, it started. Das jetzt sozusagen intensiver, jetzt zur Zeit. Also seit 2-3 Jahren ist das intensiver. Aber es war immer was mit Wasser. Immer mit Wasser, ja. Yeah. So it started already 13 years ago when my husband died. Mm-hmm. And it got more intense in the last 2 years. But always problems with water running. Okay. So, a question for you. This might sound really weird and off base. But is your husband trying to show you he's near you? Yeah, I wanted to ask the same question. Also das klingt vielleicht jetzt komisch. Aber will dein Ehemann dir einfach immer wieder zeigen, dass er dir nahe ist? Jetzt habe ich so einen Schauer auf den Rücken. She gets the shivers now. And Das kam mir noch nicht im Gedanken, dass das sein kann. Yeah, never occurred to me that this could be the case. And have you been asking him since he died to show you that it's real? Und hast du ihn mal gefragt, seit er gestorben ist, ob er dir to show her it's real, it's what real? That he's still there, that he exists still. Yeah. Und hast du ihn einfach mal gefragt, seitdem er tot ist, ob er immer noch da ist? Nein. Das hast du mit ihm gut und wir haben uns eigentlich. Ich habe mich von ihm getrennt, bin weg zu meiner Mama und dann eine Woche später hat mich die Polizei angerufen, dass er nicht mehr lebt. Und okay, so ich glaube bis jetzt, ich habe das immer verdrängt. Okay. So she left him and moved back in with her mom. And 1 week later, she got noticed that he is dead. Ah. And she's totally, you know, not thinking about it, totally displaced it. Mm. So I know a really good person who's a good ghostbuster. But really, what I would do now is I would suggest that you do the entity clearings in the house. Also was ich jetzt wirklich vorschlagen würde, ist, dass du das Entitäten-Clearing im Haus machst. Okay. So, I mean, so before anybody goes into fear or like weird, you have left him and he's like not happy with that. Probably still isn't. And he just needs to get the information that he can go someplace else, right? It feels like he still wants to talk about it or still wants to, you know, that you acknowledge him. Also es fühlt sich irgendwie an, als würde er immer noch wollen, dass du ihn anerkennst oder nochmal mit ihm redest oder weiß der Geier, ja? Weil er einfach gestorben ist, du hast ihn verlassen und da ist noch was er mit dir klären möchte. Und dann kannst du ihm einfach die Freiheit geben, dieses alles ist gut. Und du hast jetzt eine andere Wahl. And then you can give him the freedom. You can tell him all good. All is good. Now you have another choice. You can create something else. Should we play with it now? Oh, sollen wir da jetzt damit spielen? It would be nice, because we started with entities. We can end with entities. Das wäre nett. Wir haben mit Entitäten angefangen. Wir können mit Entitäten enden. Would that be fun, Justina? Wäre das schön für dich, Justina, wenn wir das jetzt tun würden? Ja, gerne. Okay. So, the first thing I would like you to do is expand out. So, das Erste, was ich gerne hätte von dir, wäre, dass du dich ausdehnst. And connect with everybody that you see on the screen. Und verbinde dich einfach jetzt mal mit allen Leuten, die du hier auf diesem Bildschirm siehst, auf dem Zoom. Everybody on the screen, connect with Justina.
Und alle, die jetzt dabei sind auf dem Zoom, bitte verbindet euch mit Justina. Be the spice of gratitude. Seid alle der Raum der Dankbarkeit. Allowance. Der Erlaubnis. Trust. Des Vertrauens. Be the spice where it's an invitation for change and transformation. Und seid einfach der Raum für eine Einladung, für eine Transformation. Okay. So, to all the entities, including Justine and the sixth husband, that are in the house and in the buildings. So, an alle Entitäten, inklusive Justinas Ex-Ehemann, an alle, die sonst noch in den Häusern sind, im Apartment, wo auch immer. It's time to leave. It really is. So, truth, who were you in this lifetime? Truth, who were in the lifetime before this? Truth, who in the lifetime before that? 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 Truth. Who'd you like to be in the next lifetime? You've died. It's time to go and create a whole new body, a whole new life. Truth, what were you in this lifetime? Truth, what were you in the lifetime before this? Truth, what were you in the lifetime before that? Truth, you realize you can create anything you like for the next lifetime. It's just a choice. But it's time to leave. Thank you for the awareness. Thank you for the knowing. Now please leave. Let's see what that creates. Ja, dann schau mal, was das kreiert. Cool. Dankeschön. Bitteschön. Justine, you look like you have more space. Du siehst aus, als hättest du jetzt mehr Raum. Boah, ich war so groß. Cool. Und es ist mir sehr heiß jetzt. She's really hot now. Cool. Woohoo. Nice to have a hot girl. Ein heißes Mädchen zu haben. Ja, vielen, vielen Dank. And when you notice something strange, expand out and come out of the fear. Ja, und denk daran, was wir am Anfang auch schon gesagt haben. Wenn ihr irgendwas Komisches erlebt oder was auch immer, ja, dehnt euch aus und geht aus der Angst raus. Okay. And this goes for everybody. Fear, für uns alle. Fear freezes you in place, unable to move. Die Angst friert euch ein, hält euch an Ort und Stelle und ihr könnt euch nicht mehr bewegen. And you can't create from there. Und daraus könnt ihr nichts kreieren. So expand out and be the joyful beings that you truly will be. Also, dehnt euch aus und seid die fröhlichen Wesen, die ihr wahrhaftig seid. So, thank you all for being on the call. Ja, danke, dass ihr alle da wart. Und wer mehr haben will, weil wir sind jetzt wirklich nicht weitergekommen mit den Fragen, wir haben, wie gesagt, am Samstag einen Alchemie-Swap online und live bei uns in der Villa Totzenbach. Also, wer Lust hat, das sind 2 Stunden, in denen wir Alchemie machen. Und gleichzeitig clearen, verbal clearen. Und ihr könnt entweder bei irgendeinem Swap teilnehmen, der in eurer Nähe ist, also wo jemand einen Austausch organisiert. Oder ihr könnt selber einfach alleine online dabei sein. Und Greg wird euch behandeln und wir reden und ihr könnt eure Fragen stellen und wir können clearen, was ihr halt geklärt haben wollt. Da haben wir ein bisschen länger Zeit. Und ansonsten haben wir am Sonntag einen Hackerkurs, wenn ihr wirklich in eure Power kommen wollt. Einige, die heute dabei sind, sehen wir am Sonntag und auch am Samstag. Also, ja, alle Möglichkeiten gibt es, Fragen zu stellen, die heute noch nicht beantwortet worden sind. Ja? Geiler Zoom, danke. Ja, cool, danke euch.
Und dann sehen wir uns, wenn es wahr ist. Ich glaube, am ersten Mittwoch im Monat wieder, was da